So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bloonstow D55 Affengasse Aplatzolypse heißt diese Mission. Überlebe bis Runde 65, stand da glaube ich irgendwas von bla bla bla, keine Ahnung. Und wir werden auf jeden Fall mit den Affenlehrlingen spielen. Vorher uns aber deren Häuschen noch kaufen, den habe ich nämlich noch gar nicht gekauft, glaube ich, die magische Spitze, genau. Kaufen. Erhöht die Reichweite, vor allem da, zwingt einen zusätzlichen zielsuchenden Blitzangriff dazu und erzeugt drei weitere kleine Wirbelstürme mit jedem normalen Wirbelsturm und der kann man gleich aktivieren. Das erste Mal, dass ich mir diesen Turm in diesem Modus gekauft habe, ich glaube, den hatte ich schon mal gekauft gehabt. Und der war auch gar nicht so günstig, 5000, oder? Meine Fresse, ist der teuer. Ist der teuer? Okay. Auf Runde 0 beginnen wir, alles klar. Also vor der 1, ne? Bis Runde 65, ja, werden wir hier vermutlich einen Tornado hinsetzen. Ne, wobei, ne, hier sollte der Phönix hier hin. Und dann hier hinten irgendwann, hier so vielleicht die Wirbelstürme. Damit ganz, ganz viele Wirbelstürme, die gehen ja wieder zurück, drängen. Und Leute haben irgendwie mal gesagt, dass ein Affenlehrling ohne den Feuerball, den man auf hier skillen muss, oder eins von den beiden skillen muss, dass der ohne Dings die Leaploons platzen lassen kann, wobei ich der Meinung bin, dass er das nicht kann. Also der braucht schon diese Explosionsbucht, und zwar seht ihr, der normale Attack ist einfach nur normaler Attack, und der Feuerball, der dahinter kommt, hat ja explosive Fähigkeit, der dann auch in der Lage wäre, Leaploons kaputt zu machen. Also ein Affenlehrling an sich kann meiner Meinung nach keine Leaploons vernichten. Das können wir dann danach gleich nochmal im Sandbox-Modus testen. Aber ich bin der Meinung, er kann es nicht. Hör mal auf damit, was soll denn das? Ist aber nicht nett von dir. Auf den ersten. Ich will eigentlich den zielsuchenden Blitz skillen. Aber wenn die gelben Bloons so gemein sind, dann muss ich da erstmal einen kleinen Scharfschützen setzen. Ja, 4 Leben verloren, das ist sehr ärgerlich. Auf Unplatz bei dir schon verloren. Boah, man kriegt so wenig Geld auf den ersten Runden, das ist so unglaublich stinklangweilig. Leider gibt es bei dieser Mission hier keinen Schnellstreckenmodus. Ruchuchuch. 300 Gold noch. Dann kann ich den Blitzschack skillen. Der Feuerball verfolgt sogar, guck dir das mal an. Das sieht man nur, wenn die gerade in der Kurve sind. Ja, ja. Naja, man kann es nicht sehen. Da, der Feuerball verfolgt, ist ja cool. Hätte ich auch nicht gewusst. Ist der Feuerball die Gegner verfolgt? Bam! Oh, damit ist alles viel einfacher. Jetzt sind sogar noch zwei Blitze dabei. Zwei Blitze. Ja, ein zielsuchender Feuerball und ein zielsuchender Blitz. Oder zwei zielsuchende Blitze. Der ist nicht so ungefährlich hier. Unter der Atem des Drachen. Bam. Mein kleiner Sniper erstmal stärker gemacht. Und es ist immer noch so arschlangsam. Weil immer noch eine Runde 20 und man kriegt so wenig Geld. Weil einfach so wenig Bloons kommen.
Ah, hier ist die Feuerkugel hier unten. Okay. Und das ist der süße kleine Feuerball, der kleine normale Energieblitz hier. Und der blaue ist schon viel größer. Und jetzt auch. Und gleich kommt der erste Tarnblumen. Das war ein Blitzschlag. Na, ja, so kriegt man doch schon wesentlich schneller Geld. Kam der Tarnblut überhaupt? Runde 24 müsste da kommen. Oder hätte er doch kommen müssen. Kam er aber, glaube ich, nicht. Naja. Gut, gut. Vielleicht kann ich die Wirbelstürme skillen. Ich habe noch nie diesen Skill gesehen mit den Wirbelstürmen extra. Also diesen Zweig, die magische Spitze mit dem Wirbelwind herbeirufen. Noch nie gesehen gehabt. Bam. Und ein wilder Tornado. Ah ja, jetzt sieht man ja die ganzen Kleinen, die dann noch. Ah ja, okay, wenn sie bis zum Ende sind und dann, wenn sie wieder zurück, dann teilt er sich noch kleiner auf. In drei kleine. Werden natürlich alle wieder zurückgeschleudert. Und dann auf jeden Fall erstmal den Atem des Drachen. Das sieht so witzig aus. Aber ihr seht, es gibt so viel Geld jetzt mittlerweile. Ja, schöne Rainbows. Die bringen viel Geld. Klick! 3900, naja, 3990 sogar, fast 4000. Für einen Skill, der so unglaublich stark ist. Hat auch schon was gut platzen lassen, 1550. Bam, der Atem des Drachen. Da kommt wohl noch keiner mehr durch, hm? Kleinen Bloons, ihr. Oh, Keramik kam durch. Oder etwas weiter. Klick, klick. Ich glaube, ich werde den wilden Tornado skillen. Wobei ich eigentlich für die Mobs was bräuchte. Das geht natürlich auch nicht schlecht. Hab aber noch 10 Runden bis zum ersten Moab. Da werde ich schon wieder genug Gold kriegen. Um als Scharfschützen auch zu rüsten. Affenlehrling hat ein wenig weniger als der Scharfschütze platzen lassen. Und bam! Viel schneller, lässt viel mehr Bloons platzen und ja. Greift häufiger an. Die sind bisher noch nicht weitergekommen, die Gegner. Achso, der ist noch gar nicht auf den stärksten. Das muss man natürlich sofort ändern. Sonst kommt der Moab dann gleich durch. Oh, der kommt bei Runde 40 schon, ist ja interessant. Ja, irgendwie haben die aber ein bisschen was an der Struktur geändert. Bei Runde 24 kam nämlich nicht der Dings.
Der Tarnblun. Aber Runde 40 kommen 3 Morphs, ist ja spannend. Naja. Kein Problem. Dafür habe ich ja meinen Wirbelwind. Ich glaube, ein Damage reicht. Sollten jetzt nur noch Dings setzen. Noch ein Tornado. Alter, wie viel kommen denn da bitte schon? Was ist das denn? Sehr heftig. Das ist ja echt heftig. Holy shit, ey. Da reicht, glaube ich, ein Scharfschütze nicht. Wir sollten noch einen zweiten setzen. Der auf den ersten geht und ihn zerstört. Ah, komm, machen wir nochmal tödliche Präzision. Dann haben wir ihn noch schneller zerstört. Alter, es ist Runde 44. Was geht ab, ey? (lacht) 13.000 platzen lassen, 25.000, 35.000 schon. Komm echt unendlich, ja? Das ist ja cool. Na, ich sollte hier noch zwei feurige hinmachen. Oder 3 oder 4 oder keine Ahnung. Es sind so viele, holy shit. Oh, hier gleich ein Moab-Krippel. Und im zweiten auch noch. Da kommen die auf jeden Fall erstmal nicht mehr weiter. Bleiben sie alle da hinten hängen. Die werden wirklich alle da hinten hängen. Das ist ja cool. Alter, ist das krass. Alle werden ja voll weggeburnt. Guck's dir an, ey. ...50.000 Popcorns. 22.000. Ah, gut, nicht so viele, aber egal. Zerstören die Moabs, ist das Wichtige daran. Nicht übel, hier kommen wirklich nur ununterbrochen so riesige Dinger, ey. Und das bis Runde 65? Das wird lange dauern. Das wird sehr lange dauern. Aber, wir haben ja auch Ninjas. Dann geht's damit vielleicht ein bisschen schneller. Die natürlich auch extrem viel Schaden machen. Gerade diesen gegen Zeppeline extrem gut. Ich komme gar nicht mit dem Geld ausgeben hinterher, glaube ich, ne? Und das Gute ist, wenn sie hier hinten dann nochmal langkommen sollten, dann kriegen sie von den Ninjas nochmal eins in die Fresse. Ding, 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 ding. Unglaublich. Was ist das bitte für eine Mission, ey? Ich hätte gedacht, ja, so die 3 Tower reichen, aber nee. Kommt doch ein bisschen was mehr dazu. Ja, ununterbrochen, ne? Die kommen da die ganze Zeit durch. Wahrscheinlich auch irgendwann noch ein Zomk oder so. Da kriege ich auf jeden Fall schnell mein Geld raus, wenn ich hier die Scharfschützen aufrüste. Guckt's euch an, ey. Das ist ja unglaublich. 70.000 Popcorns ja in der Affenlehrling gleich schon. Da bin ich mit den Ninjas ja hier vorne alles schon weg. Wahnsinn.
Hieß das nicht irgendwie Affengasse Aplatzolypse? Hieß das nicht so? Ach so, weil vielleicht der Modus Aplatzolypse ist, ne? Könnte das vielleicht ein bisschen anders sein, das ist ein bisschen schwieriger. Ach Quark, nicht der, der hier. Oh ja. Können ja mal doch durchaus hier die ganzen Dinger skillen zum für einen Notfall. Sieht doch sowieso viel geiler aus. Doch, langsam kommen sie doch schon etwas weiter. Weil so viele BFBs kommen. Gerade die sind halt extrem gut dafür, die Zeppelin zu zerstören mit 5 Shuriken. Die machen das schon. Na, gerade mal 6 Popcorns. Cool. Nicht so einfach. Immer noch 45.000 Gold. Gut, dass ich hier keine Towerbegrenzung habe. Ey, locker schon 1 Million Popcorns hier insgesamt. Oh, er hat schon 5, 6 Popcorns mehr dazu bekommen. Nice. Richtig gut. Oh, ich habe das Gefühl, kommen eh gleich noch ein paar Songs. Alter, wie viele Dings habe ich denn bitte schön? Ja, guck mal, irgendwie kommen jetzt langsam schon weiter. Kommen jetzt langsam schon weiter. Ah, wir haben natürlich Geld. Okay, jetzt langsam schon ein paar. Oh, da ist ein Zonk. Jetzt kommen 4 Runden lang noch Zonks. Ach du Kacke, oder? 4 Runden lang kommen jetzt noch Zonks insgesamt mit dabei. Oh, 63 Drohne. Gut, das wird. Mal gucken, was werden. Nun vermutlich einfach nur eine ganz normale Runde mit noch mehr Zonks werden. Das ist zum Beispiel eine interessante Mission. Die halt auch schon 18 Minuten geht, aber wo es mir überhaupt nichts ausmacht. Alter, die Popcorns. Und es auch langsam anfängt zu ruckeln. 2 Runden muss ich noch überleben. Jetzt ruckelt es nicht mehr, gleich ruckelt es wieder. Wenn die ein bisschen zu weit vorkommen, vermutlich. Mann, ist das krank. So viele Zeppeline, aber zur Not habe ich ja noch ein. Na, erstmal die Phoenix habe ich sowieso noch. Mal ganz kurz 2 benutzen, dass die mal ein bisschen Damage machen hier. Und die gehen ja ein bisschen zurückhalten. Ah, jetzt geht es wieder von den FPS her. Und wenn sie jetzt ein Stück weiter kommen und dann so viele Shuriken geflogen kommen, das ist problematisch. So, 65. Runde, die letzte Runde. Schickt mal gleich mal unsere 4 Ader los hier. Ist das krank? Locker 2-3 Millionen Popcorn sicherlich. Ach, viel mehr noch. Mit vielleicht sogar schon. Seht ihr mal, dass sogar ich hinterherhänge. Und das danach erst kam. Das ist so witzig. Ja, Affengasse, Aplatzolypse, in der Tat.
Ist das denn? Okay, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. 20 Minuten lang pure Action, ab Stufe 40 nur noch Mobs, BFPs und Zombs ohne Ende. Ja, okay. Dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von Bloons. Ciao.